Südtirol hat am 7. Jänner geöffnet und schließt heute wieder. Die Öffnung hat genau 10 Tage gedauert. Jetzt sind in Südtirol aber sowohl die Schulen als auch der Handel offen. Also es ist schon ein bisschen ein anderer Weg, als wir in Österreich haben. Hätte man das nicht nach Südtiroler Vorbild auch hier ein bisschen so versuchen können? Naja, das ist so nicht richtig. Es gibt eine klare Entscheidung der Regierung in Rom, der Gesundheitsexperten, des Gesundheitsministeriums, des Krisenstabes. Und das ist, dass Südtirol auf die rote Zone gesetzt wird und dort ein vollkommener Lockdown stattfindet. Was im Moment gerade der Fall ist, ist, dass Südtirol sagt, wir halten uns nicht daran. Da würde ich gerne ein bisschen zuwarten, Herr Fellner, und schauen, wie diese Sache ausgeht. Ich glaube, dass wir nächste Woche oder in 2 Wochen gut beurteilen können, ob Südtirol hier sich zu Recht gewehrt hat oder eben nicht. Was? Und sonst? Ich weiß, die Debatte, warum Schulen zu, warum Skigebiete offen, hat es immer gegeben und das ist nun einmal so. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das nicht zu ändern.